Ah, Verzeihung. So. Ah, da ist Obi. Ich war jetzt gerade ganz kurz erschrocken. So, warte mal. Ich wollte mir noch mal ein bisschen Taser-Munition holen. Ich weiß gar nicht, habe ich die zuvor hier schon eingesammelt? Also, die ist jetzt sowieso wieder da. Ah, okay, die ist voll. Okay. Wir können bloß 15 Stück tragen. Also eigentlich 16, weil wir haben ja nur eins im Magazin. So. So. Der ist nur auf den Extremschwierigkeitsgrad da. Ansonsten ist hier keine Wache. Also hier haben wir auf Extrem und im Hardcore-Modus ist dieser Soldat da. Steht auch da hier 0 von 1. Ah, das war gerade ein bisschen knapp. So, jetzt haben wir ein bisschen Munition hier. Ist aber auch voll. So. Hier kommen wir jetzt noch nicht weiter. Wir müssen ja noch die anderen beiden Sicherheitsschlösser aktivieren. So, wir haben hier 4 Wachen. Ah, Frosch im Hals. Okay, wir nehmen mal lieber den Taser. Und zu schießen die Kamera. Ja, wir lassen die nur einmal rumkommen. Laden nochmal kurz den Taser nach. So, zack. Ja, und die Bros sind normalerweise verschlossen, als wenn wir den Schlüssel noch nicht haben. Also, da können wir auch noch nicht hier reinschauen, zum Beispiel. So, da haben wir schon mal Nummer 2. Ja, einer fehlt noch. So, hier warten wir mal, bis der sich wieder wegdreht. So. So, da hätten wir das. Jetzt auf zu den Surferraum. Sicherheitsschalter 3 von 3. Ja, komm, wir schalten die anderen beiden Wachen auch noch aus. Holen uns ihren Chip. AK war, glaube ich, auch voll, ja. Na komm. Den auch. So, da hätten wir hier alles erledigt. Wir gehen mal zum Surferraum. Ah, stimmt, da ist er wieder da. Achso, im Alarmzustand wird das jetzt gar nicht getriggert. Also während des Alarmzustands können wir das übrigens jetzt nicht machen, was jetzt kommt.
Gute Arbeit, Sepp. Ich habe den Sicherheitscode gerade erhalten. Sie sollten sich lieber beeilen. Möglicherweise haben meine beiden Sicherheitstechniker den Code auch empfangen und dürften jetzt ziemlich verwundert darüber sein. Und Sepp, ich muss spätestens in einer halben Stunde die Herren von unserer Regierung darüber in Kenntnis setzen. Da sonst das Risiko steigt, dass man auch mich verdächtigt, dass ich meine Finger mit im Spiel haben könnte. In Ordnung, geben Sie mir den Code. M347GP57SCDA75GZD3SZ. Ziemlich lang. Und der Code wird immer wieder neu generiert. Ja, der Tresorraum wechselt sekündlich seinen Codes. Erst durch die Aktivierung der Sicherheitsschalter wird er gestoppt, den wir dann übertragen bekommen. Den Code können Sie auch nur einmal verwenden. Nach dem Gebrauch oder auch bei einer falschen Eingabe wird er wieder automatisch gelöscht und der Code-Tick läuft wieder weiter. Könnte sich da nicht einfach ein ungebetener Gast einen eurer Mikrocomputer an sich nehmen? Unmöglich. Ähnlich wie bei den Mikrocomputern, wie sie die Soldaten in der SF-32 haben, funktionieren die nur in Körpernähe der jeweiligen Person. Ah, verstehe. Wenn Sie im Serverraum sind, dann durchsuchen Sie die Dateien der Hashtag BlackProjects989. Das dürfte Ihre Suche ein wenig eingrenzen. Verstanden. Ich melde mich, sobald ich etwas gefunden habe. So, das ist jetzt geöffnet. So, wir sind im Serverraum. Fünf Minuten später. Unglaublich, Sie sagen die Wahrheit. Ich habe eben die Protokolle über das Blue Hole Projekt gelesen. Das ist kaum zu glauben. Ja, Sepp, das darf sich auf keinen Fall nochmal wiederholen. Wir müssen verhindern, dass die Regierung erneut so einen Riss öffnet. Die Folgen von damals sind heute noch zu spüren. Wie meinen Sie das? An den Orts tauchen hin und wieder sehr merkwürdige Schiffe und Flugobjekte auf. Vermutlich zog sich der Riss über mehrere Zeitlinien. Die ganze Zone ist heute ein Sperrgebiet. Haben Sie die genaue Position von dem Matrolithium? Ja, hier ist eine Karte von Malakoundi. Hier sind alle wichtigen Orte drauf verzeichnet. Ich übertrage sie Ihnen. Okay, gute Arbeit, Sepp. Jetzt begeben Sie sich schleunigst in die Tiefgarage und verschwinden Sie von da. Wahrscheinlich wird es bald Verstärkung zu Ihnen unterwegs sein. Okay, verstanden. Okay, da müssen wir jetzt, das wieder verlassen. Schauen wir uns mal kurz hier um. So. Ja, wir müssen wieder übers Dach. Wenn wir runtergehen, bekommen wir nochmal einen Funkspruch. Sepp, Sie verlassen das Gebäude am besten durch die Tiefgarage. Dazu müssen Sie wieder über das Dach, um mit dem Fahrstuhl nach unten fahren zu können. Verstanden. Ja, das hatte ich jetzt so mit eingebaut. Also was heißt jetzt? Ich habe das mit eingebaut, einfach falls jemand denkt, man kommt von dort aus raus. Weil es heißt ja auch wieder runter und hier geht's runter. Aber wir müssen ja erstmal hoch. Also ich habe einige solche optionalen Gespräche eingebaut. So. Warte mal, wir könnten vielleicht nochmal ein bisschen Tee holen. So. Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen ein kürzeres Kapitel, sage ich mal so.
So, wir sind wieder hier unten. Da wir noch keinen Alarm ausgelöst haben, reagieren die jetzt auch nicht auf uns. Wenn wir jetzt irgendwie Alarm ausgelöst hätten und das so natürlich gespeichert wäre und die in Aufmerksamkeitszustand wären, da hätten die natürlich auch ihre Wache gezogen, genau. Ja, ich kann es ja mal zeigen, ob wir den jetzt aufs Maul hauen. Ja. Ja, das war jetzt bloß so Vorführeffekt. Und wenn wir jetzt auch oben Alarm ausgelöst hätten, da hätten die natürlich auch auf uns reagiert. Aber weil das jetzt ein ziviler Bereich ist, sollen die uns ja nicht einfach angreifen, deswegen. So, können wir mal hier rein. Sepp, Sie wollen allen Ernstes zu Fuß gehen? Nehmen Sie den Wagen, mit dem Sie hierher gekommen sind. Oh, nein. Ich wollte nur kurz schauen, ob die Luft rein ist. Ah, ja, verstehe. So. Sepp, ich weiß, ich schulde Ihnen einige Antworten, aber Sie müssen so schnell wie möglich nach Malakandi. Ich weiß. Ich habe Ihnen eine Kontaktperson geschickt. Sie wird Sie bei Ihrer Mission unterstützen. Sie? Es ist Alexandra. Wir können nicht permanent Funkkontakt halten, weshalb sie unterstützen wird. Ich habe Sie mit allen wichtigen Informationen betraut. Treffen Sie sich bei Sonnenaufgang am Strand beim Baylancer Beach. Wenn Sie stadtauswärts am Bain Hotel vorbeifahren und auf der Hauptstraße bleiben, fahren Sie geradeaus über die nächste Kreuzung. Danach sehen Sie eine kleine Raststätte auf der linken Seite, direkt am Strand. Alex erwartet Sie dann dort. Okay, verstanden. Es geht jetzt um mehr als uns. Wenn die BSTSE das Matrolithium als Waffe einsetzt, wäre eine globale Katastrophe nicht auszuschließen. Wäre die BSTSE wirklich bereit, das zu riskieren? Sepp, ich weiß es leider nicht, wie weit die BSTSE gehen würde. Vermutlich unterschätzen Sie einfach die Folgen einer Matrolithium-Bombe. Das werde ich nicht zulassen. Ich zähle auf Sie, Sepp. Hey Sepp. Hey. Dann wird es jetzt wohl wirklich ernst, wenn diese Verrückten eine Matrolithium-Bombe zünden. Das werde ich nicht zulassen. Mr. Stephen hat mir alle wichtigen Informationen gegeben. Ich soll dich so nah wie möglich an Malakandi ranbringen. Hast du schon mal was von Major Anderson gehört? Er ist auch unter dem Namen Teklau bekannt. Ja, ich habe schon von ihm gehört. Durch ihn sollen schon sehr viele Soldaten auf sehr grausame Weise getötet worden sein. Was spielt er eigentlich für eine Rolle? Er gehört zu den treuesten Anhängern von Brooklyn und ist der Befehlshaber einer der drei großen Armeen der BSTSE. Unter seinem Kommando wurde Malakandi überrannt. Der ganze Kontinent unterliegt seiner Kontrolle. Murdoch Shepherds genoss einer der besten Kampfausbildungen, aber im Vergleich zu Major Anderson ist er nur ein Schoßhündchen. Teklau ist einer der gefährlichsten Soldaten der Welt. Sepp, Mr. Stephen will, dass du Major Anderson tötest. Tu es bitte nicht, ich brauche ihn lebend. Was? Warum? Sepp, bitte, du musst es mir versprechen. Er ist im Begriff, die ganze Welt in den Untergang zu reisen. Sag mir, warum ich das tun soll. Sepp, du hast mich einmal gefragt, warum ich das hier alles für TLH mache. Einer der Gründe ist, ich will meinen Bruder wieder haben. Dein Bruder? Major Anderson. Teklau ist der Einzige, der mir sagen kann, wo mein Bruder festgehalten wird. Er ist meine einzige Familie, den ich noch habe. Dann wird er also von der BSTSE entführt? Es ist etwas kompliziert.
Ich werde es aus ihnen herausquetschen. Wenn er noch lebt, finden wir deinen Bruder. Sepp, bitte. Ich muss mit ihnen persönlich reden. Also gut, ich sehe zu, was ich tun kann. Sepp, es ist wirklich wichtig, dass ich mit Major Anderson persönlich spreche. Und sag Mr. Stephen bitte nichts davon. Okay. Also, wie sieht der weitere Plan aus? Ich werde dich so nah an Mala County heranbringen wie möglich. Der Kontinent ist über eine Brücke zu erreichen. Du wirst dich bis zu den Ort New Collins irgendwie durchschlagen müssen. Pass wie immer auf, dass dich niemand sieht. Sonst hast du die gesamte Armee der Beasties eh am Hals. Es sind über 400 Kilometer landeinwärts bis zu New Collins. Du wirst dir wohl irgendwie eine Mitfahrgelegenheit suchen müssen. Das wird ja immer besser. Sepp, Mala County ist aktuell ein Kriegsgebiet. Bis auf einige zerstörte Häuser und offenen Wüsten wirst du nicht viel Deckung finden. Die Büros der Black Projects machen dagegen einen Spaziergang. Na klasse. Ich glaube an dich, Sepp. Warum lachst du? Du redest so mit mir, als wäre ich die Person, die du in deiner Jugend kennengelernt hast. Sepp, ich weiß nicht, was man dir alles angetan hat oder was du alles durchmachen musstest. Aber ich bin überzeugt, dass du der echte Sepp bist, in den ich mich damals auch verliebt habe. Aus irgendeinem Grund hast du nur dein Gedächtnis verloren. Alexandra, ich weiß es nicht, was oder wer ich wirklich bin. Vielleicht bin ich der echte Sepp, vielleicht auch nicht. Vielleicht bin ich auch wirklich nur aus irgendeinem Reagenzglas entstanden. Um ehrlich zu sein, es ist mir inzwischen egal geworden. Ich habe eine Aufgabe, die ich erfüllen muss. Verstehe. Wie geht es weiter, wenn ich in New Collins bin? Wir müssen versuchen, das Matrolithium irgendwie sicherzustellen. Wenn uns das nicht gelingt, müssen wir es gegebenenfalls zerstören. Wie ist das nicht zu gefährlich? Das Mineral kann nur zu Gefahr werden, wenn es extrem hohen Druck ausgesetzt wird. Es kann also nichts passieren. Aber wie zerstört man ein Mineral? Es sollte schon reichen, wenn man es in sehr kleine Stücke sprengt. Dadurch wird es verunreinigt und ist somit als Waffe unbrauchbar. Soweit die Theorie. Die Theorie. Gut, was bleibt uns schon anderes übrig? Alex, wir sollten jetzt aufbrechen. Warte noch einen Augenblick. Warum? Ich möchte nur noch kurz den Sonnenaufgang genießen. Den Sonnenaufgang? So einen wunderschönen Anblick hatte ich seit meiner Kindheit nicht mehr erlebt. Sepp, ich habe nicht viel Zeit. Ich muss mich kurz fassen. Warum? Was ist los? Alle Mitarbeiter sind gerade in GB Security geladen. Ich eingeschlossen. Es wird gerade untersucht, ob der Einbruch von innerhalb kommen könnte. Ich habe eine falsche Fährte zu Beasties E gelegt. Bis sie den Köder geschluckt haben, stehen wir hier alle unter Verdacht. Das war zu erwarten. Deshalb haben sie auch Alex damit betraut. Genau. Wenn sie in Mala County sind, werden sie möglicherweise Flugabwehrgeschütze finden. Die Chips, die ihnen Alex gegeben hat, platzieren sie in der Elektronik. Machen sie das bei so vielen Flugabwehrstellungen wie möglich. Was bringt uns das? Wenn die Zeit gekommen ist, können wir über einen Funk durch ein kleines EMP die Flugabwehrgeschütze deaktivieren. Wäre es nicht besser, wenn ich die Geschütze gleich zerstöre? Das ist keine gute Idee. Wenn wir die Beasties eh zu sehr schwächen, machen wir es der Regierung zu einfach. Wir müssen in diesem Krieg ein gewisses Gleichgewicht halten. Denn wenn Mala County überrannt wird, steigt die Gefahr, dass entweder die Regierung das Matrolithium in die Hände fällt, noch bevor sie es erreichen, oder dass sie den Abwurf einer Matrolithiumbombe beschleunigen, da die Beasties eh einen Vergeltungsschlag ausführen könnte. Beides wäre katastrophal. Das klingt übel. Sepp, das nächste Blue Hole Projekt ist schon geplant. Meines Wissens wurde eine neue Anlage errichtet. Sie brauchen das Matrolithium, um die Anlage in Betrieb zu nehmen. Ging es damals nicht auch ohne das Matrolithium? Ich meine, beim ersten Mal hatten sie doch noch kein Matrolithium, oder? Sepp, es ist jetzt keine Zeit für die Einzelheiten.
Kurz gesagt, beim Blue Hole Projekt wurde ein sehr kleiner Zugang geöffnet, wo auch ein kleines Team zu Forschung und Erkundung durchgeschickt wurde. Das verursachte damals einen riesigen Stromausfall. Das Erkundungsteam brachte jede Menge Proben mit. Diese Proben wurden später missbraucht, um eine noch viel größere Anlage in Betrieb nehmen zu können, um mit ganzen Schiffen hindurchzukommen. Verstehe. Ich werde es auf keinen Fall zulassen, dass der Riss nochmal erneut geöffnet wird. Sepp, ich melde mich erst wieder, wenn sich die Lage hier beruhigt hat. Passen Sie auf sich auf. Es ist nicht wie in der SF-32 oder bei den Black Projects. Das hier ist Kriegsgebiet. Ich verlasse mich auf Sie. Ja, Freunde, wir haben jetzt einen neuen Boom-Scanner. Sorry, ich muss jetzt die Aufnahme doch jetzt schon vorher beenden. Wahrscheinlich werden das zwei Parts werden, ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht nehme ich heute Abend doch mal ein, zwei Stündchen auf, vielleicht auch nicht. Für euch macht das keinen Unterschied, die Parts erscheinen ja täglich. Ich hoffe, es gefällt... totaler Knoten in der Zunge, ja. Ich hoffe, es gefällt euch das Spiel und dieses Let's Play. Setzt es auf euch, auf eure Wunschliste bei Steam, wenn es euch gefällt. Mit einem Kauf würdet ihr das nächste Projekt, also das nächste Spiel unterstützen, sprich den zweiten Teil. Und ich sag's auch immer wieder, das Spiel ist jetzt momentan zur Hälfte reduziert, also es ist jetzt momentan ein Sale. Wer Interesse hat, schlagt zu. Ja. Okay, und ja, vielleicht sieht man sich dann auch bei der nächsten Aufnahme, beziehungsweise bei der nächsten Folge. Und ja, das sag ich mal. Ciao!